Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück am Stücke bei Fallout 4. Ein paar Tage ist schon wieder her, aber wir sind jetzt langsam wieder am Voraufnehmen. Vorproduktion. Wir müssen... wohin eigentlich? Da unten ist was. Hol dir die zweiten Raider-Piles an. Na genau, wir müssen Richtung Suaden. Dann sprechen wir mit Dr. Amari noch gleich, mal schon dabei sind. Wo sind wir eigentlich? Hat jemand einen Plan von? Versorgungsrouten einblenden. Oh. Die Burg hat noch gar keine. Ach jo. Ja, guck mal, wie es hier überall zusammenläuft. Sauber, ne? Und Dings hat auch noch keine. Landhaus an der Küste abgeschlossen. Das fehlt noch. Ah, die Burg hat noch keine Versorgungsroute. Ah, jetzt, ja. Eine Insel, wartet mal kurz. Tab war's, raus, nochmal. Wir sind da. Da. Wir sind nach Suaden, ja. Gut, dann kommen wir Dr. Amari vorbei. Ja, da laufen wir jetzt mal hin, kurz. Kurz, wir ein bisschen reinkommen von der Steuerung her und allem. Und dann laufen wir theoretisch auch an der Burg vorbei. Das war die Knarre, genau. Dann gehen wir erstmal Richtung... Warte, wo ist die Burg? Ach, da ist sie. Und da müssen wir hin. Ja, dann markieren wir uns die mal für später zumindest. Ja, Markierung. Wir müssen auch wenig weiter als Süden und so grob, da müssen wir hin. Hä, wo ist der? Ach, da. Geschmiede da, ja, aber irgendwie treffe ich den nicht. Hier ist nichts mehr. Wir werden gleich in Schwierigkeiten sein, mein Kind. Erfreulich einfach, du bist witzig. Wer ist das? No, not my Brahmin army, homie. Glaub nur nicht, ich würde dir nicht wehtun. Hä, ich tue dir doch nichts, Bastard. Not my Brahmins. Passiert, Juge. Oh oh, ich ärge, ist okay, aber pass auf, mach gleich Boom, Headshot. Wo ist denn noch wer? Da! Was war das? Was? Verdammt, wieso kann das hier nicht einfach. Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Homie, alles fit? Homie? Kann ich dir was, kann ich dir helfen? Wissen Sie, wohin Sie sind? Netter Versuch, Arschloch. Ah, ich lieb's für den Satz, netter Versuch, Arschloch. Gut gemacht, Ma'am. Kein Thema. Erstmal kurz verschnabulieren. Alles cool? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ja. Kleidung. Krogner-Kostüm kriegst du nicht. Nee, macht zu wenig für ihn. Was bringt denn hier was? Haben wir irgendwas dabei, was ihm helfen könnte? Ja, komm, gib mal ein bisschen Material hier. So. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. Dann kriegt er das und das. Ich weiß nicht, ob das alles was bringt. Okay. Das ist besser, dann gibt mir das her wieder. Dann nehmen wir das. Nee, dann nimm das. No, ich wollte ich doch. Sachen mit dir tauschen. Okay. Sag ich mal alles genommen, oder? Scheiße! Okay.
Ich brauche irgendwas. Nee, kein Raketenwerfer. Nee, keine Minigun. Eine Kampflinde. Genau. Die tun wir T ausrüsten, nicht RPG. So, dann brauchst du mal Kleidung wieder, der arme Kerl. Rechtes Bein. Ausrüsten. Was auch immer das ist, ausrüsten. Metallrüstung, ausrüsten. Kampfrüstung, rechtes Bein, linkes Bein, das kann man ihm geben. Da hat er schon linkes Bein, was ist das? Das ist scheiße. Gib her, behalt das. Also mit der Erdtaste ist echt gefährlich, du. Eine Harnisch bräuchte er, wenn dann noch. So. Kampfrüstung, die bringt mir glaube ich nicht viel. 12, 12, 12, 12. Reduziert durch gute verursachten Schaden. 3 plus auf alle Werte, ja, das ist besser. Da brauche aber irgendwie noch. Keine Ahnung, andere Standardkleidung. Supermutanten Beinrüstung, Sturmmaske, Stachel, Hundehalsband, Sportkleidung. Hier kann man ihm geben. Ich kann er drunter anziehen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Die Sportkleidung geht auch nicht, okay. Eine Sonnenbrille kann er haben. Sieht er cool aus. Schwere Supermutantenrüstung, Schweißerbrille, schwarze. Ja genau, aber das kann er auch drunter anziehen. Auch nicht. Was ist für ein Scheiß? Schmutziger hellbrauner Anzug. Das geht auch nicht. Schmalzlockenperücke, sauberes grünes Kleid, schwarzer Anzug. Blauer SB, rotes Halstuch, Red Hirschleder Outfit, das dürfte doch gehen. Auch nicht, oh, leg's mir doch, dann kriegt er jetzt gar nichts mehr. Dann gibt es Klumper, dann gibt es jetzt noch Munition. Und zwar Schrotpatronen. Ein paar so. Da brauche ich nicht viel. Wir brauchen noch kurz eine andere Waffe. Kettenklinge, Molotov-Cocktail, Mr. Handy, Summklinge. Raketenwerfer, Revolutionsschwert, Springmesser. Irgendwas für Nahkampf. Oder was so Einzelschuss ist, im Grunde. Habe ich immer gesehen, was genau was er braucht? Aggressor-Tonnen-Klinge? Nee, Alter, das zerstört sich damit. Summklinge, Plasma-Raketenwerfer, Revolutionsschwert. Springmesser, Laserpistole von mir aus kriegt er. Dann brauche ich noch Munition, dann brauche ich noch Fusionszellen. Ne? Ich selber brauche nicht viel. Reim's ein paar aus. So. Gut, okay. Das war's. Sieht scheiße aus, aber funktioniert hoffentlich vorläufig. Was wurde geplant? Tut mir leid. Jetzt frisst die Scheiße! Es reicht! Ups! Hab ich nicht vor, hier! Ich werf grad nur Scheiße, was ist denn los? Ich hab noch ein paar! Wait! Ich glaube, wir machen das kurz anders. Weil, es hüpft doch da hoch, du Schnabbel! Na, bist du ja, du kleine Schlampe. Okay. Ich habe etwas entdeckt. Ich auch. Eine Leiche. Mit einem Loch im Brustkorb. Hey, es tut ja weh. Mach mal weg. Dann halt nicht. Lassen Sie nichts Nützliches zurück. Nein, nein, keine Sorge. Wo waren da die Trap aus? Ach, da oben. Das ist so ein Shit. Ach, naja. Die Richtung müssen wir, glaub, grob. Dürft stehen, weil sonst gucken wir später auf dem Radar nochmal nach. Gibt's hier irgendwas in der Nähe, was wichtig wäre? Nee.
Und der Bruderschaft, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen noch vielen helfen. Wir müssen auch Freedom Trail folgen und so eine Scheiße. Also, wir müssen noch ein bisschen was tun. Aber ein bisschen für uns. Ein bisschen was arbeiten. Blinderer? Okay, der macht aber nichts, der ist blind. Aber ich habe sie verloren. Ja, ja, alles gut. Jo, dezent abgelasert. Mein Herr? Was los? Hallo. Was? Schon verrückt, was die Leute so alles wegwerfen? Ja. Holzkiste. Sieht so aus, als wir hier schon mal waren. Stimmt, was Mr. Gatzi, den haben wir damals gekillt. Als damals, vor langer Zeit. Als die Welt noch friedlicher war. Da ist ja eigentlich weniger friedlich. Wir haben ja inzwischen recht viel getötet. Also müsste friedlicher jetzt geworden sein. Jack Finch. Ach, der von der Finch Farm. Ja, stimmt. So, lass mal jucken. Was sagen, wo ist meine Maus hin? Richtung Stillen müssen hier über die Brücke auf jeden Fall. Und dann kommen wir hier erstmal bei Haus der Kerbets. Geht zum Haus der Kerbets zurück. Okay. Das ist auch so eine Aufgabe. Das sollen wir mal eigentlich aktiver nachgehen, dass wir da die Quest nicht verpeilen. Trainingsgelände der Nationalgarde. Waren eigentlich nicht immer irgendwelche Drecksgule am Start? Gibt es eigentlich keine Kettenreaktion? So. Einfach warten, bis das Ziel zu einem kommt, man eine saubere Schussposition hat. MG-Geschützturm? Hä? Ach, das ist unsere. Ja, sieh mal einer an. Ich hoffe, jetzt ist alles okay. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Schutz 100, Essen 15, Leute 8. Ja, dann passt's ja. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Dann ist gut. Schrott lagern. Haben wir aktuell viel dabei? Das ist schön. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Ja, ich habe gerade nur eine andere Idee. Schutzressourcen, Läden, Verkäufer, Rüstung, Waffen. Meisterhändler. Weapons. Nein, nur für sie. Ein Waffengeschäft. Ja, jetzt drücken sie sich alle vor der Arbeit, ne? Mitkommen. Okay. So. Waffen, Gastro, Klinik. Klinik wird nur noch verkehrt. So, das können wir gleich nebenan machen. Aber nicht so, das sieht doof aus. Wer bist du? Unzurechnungsfähig. Wer bist du? Essen zugewiesen. Mitkommen. So. Verstehe. Klinik. Und was wir dann noch brauchen? Alt. Nein, das war falsch. Läden. Gastro. Eine Bar. So war's. Das sieht doch gut aus. Rang 2 habe ich noch. Ich will das nicht platzieren, aber doof ist. Ah, oh Gott, ist das lässig mit dem Kleinen. Deswegen mache ich die Kleine. Ja, guck, die reden wir jetzt hier hin nach. So, brauchen wir nur noch mal wen? Nee, kann man nicht anwählen, kann man auch nicht anwählen. Was machst du? Sicher. Schlecht. Okay. Interessant, warum es hier so abgeht. Energieschutz. Geschütztürme. Wir haben kein Öl mehr. Lasergeschützturm. Scheinwerfer. Schrotflintengeschützturm. Schwerer Lasergeschützturm. Raketengeschützturm. Das hier. Nicht zwei Strom.
So, das machen wir jetzt kurz noch. Energiegeneratoren. Wo ist denn der Generator eigentlich? Ich frage nur mal so für einen Freund. Gibt keinen. Okay. Generator Cross. Wo platzieren wir den? Ist jetzt halb ich noch da aussieht. Hier. Dann machen wir kurz noch eins. Und zwar Ressourcen, Wasser. Und kein Öl mehr. Das ist aber natürlich jetzt echt bad. Irgendwo haben wir viel zu viel Wasser, Dings rausgehauen. So, dann passt es. Verwerten. Ist ein bisschen Schutz halt auch für die Teile, ne? Das lassen wir mal. Da gucken wir hier eventuell noch was werten können. By the way. T. Wir haben eh keinen Punkt mehr übrig. Glück, was war das? Hongkong-Behälter. Man weiß ja, du weißt, wie man plündert und weiter zu kämpfen und findest mehr Munitionbehältern. Was ist das? Inselbegabung, du bist nicht dumm, nur anders. Du erhältst zufällig dreifache EP für vollkabgelosen Aktionen, niedriger deine Intelligenz. Okay, das kann man vergessen. Egal, kritischer Treffer, anders Zeug, Sensenmann, vierblättriges Kleeblatt. Kleeblatt. Apotheker, Camps, wir können zu mir sein. Gefahrener, okay. Wenn noch irgendwas. Wird es angezeigt, okay. Automatische Waffen, wir haben ja keine. Glücklich. Irgendwo haben wir was geskillt, dass wir Schrott irgendwo rauskriegen. Ich überlege gerade nur, was das war. Nee, beim Zerlegen war das nämlich irgendwas. Wiederverwerter. Spare nur und Kupfer halten. Ja, wahrscheinlich so andere Sachen. Das müssen wir auf jeden Fall lernen als nächstes. Das steht fest. So, Jungs, bin weiter. Na, bis dahin. Haben wir wieder ein bisschen mehr Schutz. Ich hoffe, das reicht jetzt langsam. Aber was ist hier eigentlich los? Vor allem, was strahlt hier so? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war, aber... kommt mir merkwürdig vor. Da war vielleicht eine Power-Armor gar nicht verkehrt. Die andere Frage ist, kommen wir da überhaupt rein oder hoch? Scheiß mit einer Power-Rüstung. Okay, waren wir auf jeden Fall noch nicht. Brauchen definitiv eine Power-Rüstung mit Jetpack-Funktion, um da ranzukommen. Sonst sieht die schlechter aus als die besagte Brücke von gerade eben. So, ein bisschen was füttern. Ein Rad, zwei Rad, drei Rad. Ach, die Bruderschaft da drüben, ja. Mit ihrem hässlichen Zeppelin. Ich habe hier einige Komponenten für Sie. Hey! Was kann ich für dich tun? Reden? Hey da! Hier, bitte. Dankeschön. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Danke. Hey! Ihnen helfen, Mann? Nee. Sonst nichts weiter. Also gut. Mit dem Knüppel, das sieht so geil aus.
Na komm, wir verschwinden jetzt keine Zeit, gehen über die Brücke drüber. Schauen, dass wir zügig da rankommen ans Ziel. Haben hier sogar noch 1-2 Sachen. Ist sehr schön. In der Nähe. Da können wir kurz mal beichecken. Vor allem bei den Bötchen. Wie kommt das Piratenschiff dahin? Ich frag mich. Ja, das Problem ist. Sie können nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Ah ja. Und das wäre. USS Konstitut entdeckt. Hallo. Scanvorgang. Scanvorgang. Zugriff auf Vorkriegsdaten. Datensatz gefunden. Führerscheinnummer. S9132886 Anwalt. Ahoi, Bürger. Sie sind hiermit in die Kongressarmee einberufen. Wie bitte? Du hast überhaupt keine Rechte dazu, Sarkastisch. Also, das ist mir neu. Ich werde auf keinen Fall der Armee beitreten. Da bin ich jetzt als eine Armee. Na schön. Dann bin ich jetzt also in der Armee. Na schön. Ihre Kooperation ist sehr lobenswert, Madam. Der Captain erwartet Sie auf der Brücke. Baldmöglichst, Madam. Okay. Dann geh mal auf die Brücke. Von mir aus. Ja, schon mal auf einmal in der Armee. Bleibt uns nicht ganz übrig. Ist ja wie so Oberbefehlshaber-Gedöns hier, ne? Und müssen dem Erfolg leisten, sonst. Haben wir ein Problem, was die. Oh, Pömpel. Es gibt ja Stress von irgendeiner Behörde wieder. Verbrannte Bücher, sehr schön. Ey, das sieht echt gefährlich aus inzwischen. Wo ist der Menü? Ah, da drüben geht's hoch. Okay. Nee, oder auch nicht. Wo geht's hoch? Da. Ich habe das Regierungssignal verloren. Ja, ja, ist egal. So. Ventilator mal kurz mitnehmen. Bisschen kurz umschauen noch, was es hier Feines gibt. Vielleicht findet man hier sogar irgendwo eine Wackelkopffigur. Das wäre schön. Nö. Hier irgendwo was. Ah, ne, aber hier geht's so. Ich steck mal die Knarre ein. Kommt ein bisschen unhöflich. Mit so einer Knarre hier rumzuwackeln. Ah, da geht's rein. Ja, okay, gut. Dann, oder auch nicht? Huch, ey, da, Achtung! Irgendwo müssen wir hier hoch. Ich such grad nur den. Das muss da vorne sein. Könnte ich es mir nicht anders vorstellen. Ja, ich sehe genau da, wo ich hin will. Mach mal Kusch. Tschüss. Ja. Ich müsste wahrscheinlich eventuell nochmal nach außen kurz und gucken, wo wir da hochkommen. Aber das geht hier nochmal eine Etage höher. Ich hab's nur nicht gefunden. Nee. Ich glaube, das geht hier irgendwo rein. Hoch. Ja, das überleben wir mal. Ich würde sagen, tut vielleicht ein bisschen weh, aber es dürfte gehen. Wie kam der jetzt da rauf? Ja. Jetzt müssen wir nur sagen, wie ich da hinkomme. Geht's vielleicht von der Seite aus ein Hochweg? Eine Feuerleiter oder sowas? Nee. So, einmal aus dem gelaufen, nicht klüger geworden. Sehr schön. Finde ich jetzt aber etwas suboptimal, mein Herr. Ich werde einberufen, möchte leisten und finde den Weg nach oben nicht. Finden Sie das nicht auch etwas doof? Hier gibt es keinen Gang rein. Ach, das. Also gut, das war die Treppe, ja. Scheiß drauf.
Die bringt uns nicht viel. Das bringt uns auch nichts. Müssen wir uns echt da hochglitschen? Ach komm. Das war unklug. Sind Sie beschädigt? Nee, nee, alles gut. Diagnose abgeschlossen. Ich freue mich, melden zu dürfen, dass ich in nächster Zeit nicht auseinanderfallen werde. Achso, warten wir jetzt nicht mehr da. Wie verpeilt es mich? Ich will mal da hin. Okay, jetzt wird es interessant. Da sind die Kisten, da kann man das hoch, das blockt. Ich wüsste nicht, wie wir jetzt da hinkommen, ne? Ah, okay, wir müssen die Legende hüpfen, dann klappt das. Auch mit den Nachbarn, aber löst unser Problem nicht. Müsste irgendwie da aufs Dach kommen. Da zeigt es mir auf jeden Fall was an, aber ich komme nicht da hoch. Ich glaube, ich muss einen anderen Weg finden. Würde mich jetzt schon interessieren. Wir sind einberufen worden. Ich will leisten. Wo gibt's eigentlich hoch? Doc? Scanner. Ach, steckt da ein Scanner in den Arsch, Mann. Drüben auf jeden Fall könnte noch eine Möglichkeit bestehen. Auf jeden Fall eine Walter Launchbox. Kartoffelchips, das Zeug. Wir kommen halt nicht auf das eigentliche Dach hoch. Das ist scheiße. Kann es sein, dass man für die Mission einfach Dings benötigt? Wirklich eine Power Armor mit Jetpack? Weil ich sehe da gerade kein Hochkommen. Um ehrlich zu sein. Was ich aber ein bisschen scheiße jetzt finden würde. Manche einfach nicht gerne mit Power Armor rumlaufen, weil das Ding einfach scheiße ist, stellenweise. Das hier ist bestimmt genauso. Klar, da kommen wir da doch. Ich müsste ja auf den drauf kommen. Von hier aus. Ach, da ist eine Luke. Oh Gott, Alter. Schlag mich bitte nicht. Oh, ich heul. Ich heul. Die Näpfe hier sind erschreckend giftig. War das giftig? Okay, ich darf nichts mitnehmen, sonst sind die noch böse. Hier spricht der Captain. Wir nehmen einen Soldaten auf. Räumen Sie die Kojen frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Patrouilliere. Ich darf aber noch nichts mitnehmen. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal, melden wir uns mal den Captain, dass er uns kennenlernt. Also erstmal gucken, wo der Captain ist. Apropos Captain, haben wir das überhaupt das Mission gedreht? So, die letzte Reise USS Contention, oder wie sie nochmal heißt. Aha. Da geht's nicht weiter. Sie, Kadetten, wegtreten! Wegtreten, sag ich! Dieser Soldat ist unser Gast an Bord. Bitte behandeln Sie ihn entsprechend. Ah, ist egal. Wir können brauchen uns gar nicht umgucken, wir können eh nichts mitnehmen. Da geht's dann auch noch hoch. Warnung, Wartung, überfällig identifizierter Eindringling. Eindringling. Erster Mal, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Er bitte Erlaubnis zur Anwendung tödlicher Gewalt.
Was jetzt? Wollt ihr mich umbringen? Du musst ein Missverständnis sein. Ihr habt mich eingeladen, an Bord zu kommen. Ich versuch's nur dann. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr habt mich eingeladen, an Bord zu kommen. Keine Daten gefunden. Zurück! Das ist ein Befehl! Und benutzen Sie den Akzent, verdammt nochmal! Aye, Captain. Weiche.